Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, heute zu unserer Online-Abendveranstaltung in der Hermann-Ehlers-Akademie. Ich grüße Sie heute Abend recht herzlich aus Kiel und freue mich, dass Sie sich so zahlreich zu uns eingeschaltet haben. Herzlich begrüße ich Sie hier im Stream vor WebEx oder auch drüben sozusagen beim Stream bei YouTube. Es freut mich sehr, dass wir ganz unterschiedliche Anmeldungen für den heutigen Abend erhalten haben. Mit fachlichem Hintergrund, mit politischem Hintergrund, mit gesellschaftlichem Hintergrund oder Umweltschutzhintergrund oder einfach nur aus fachlichem Interesse begrüße ich heute Abend Sie alle recht herzlich und freue mich auf eine gute und reichhaltlich informierte Debatte heute Abend. Wir, die Hermann-Ehlers-Akademie, sind ein Träger der politischen Bildung und wirken in und für Schleswig-Holstein. Politische Bildung beginnt dabei für uns immer mit der Diskussion und dem Wettstreit von Positionen und Meinungen. Wir wollen Transparenz erzeugen und Debatten anstoßen, Dialog ermöglichen und gemeinsam über politisches Zeitgeschehen und gesellschaftliche Herausforderungen sprechen. Gerade in diesen Zeiten sollten politische Diskussionen faktenbasiert sein und auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse fußen. Dies gilt auch natürlich für Veranstaltungen wie heute Abend. Daher freut es mich außerordentlich, dass diese Veranstaltung heute Abend als Podiumsdiskussion ein Pre-Event, Event im Vorwege der Kiel Munition Clearance Week im September 2021 stattfindet. Die Kiel Munition Clearance Week wird als internationale Fachkonferenz die Perspektiven von Wissenschaft und Wirtschaft umfassend betrachten und damit wahrscheinlich neue Perspektiven auch auf das Thema Munition im Meer legen können. Als Pre-Event der internationalen Fachkonferenz freuen wir uns über die Zusammenarbeit. Und an dieser Stelle würde ich sehr gerne, bevor wir mit der Diskussion und der Vorstellung der Panelisten starten, noch einmal das Wort an den Initiator und Geschäftsführer und Gründer der Egeos GmbH, Jan Wendt, übergeben. Lieber Jan Wendt, für ein kleines Grußwort übergebe ich nun gerne an dich. Ich danke dir vielmals, Jan Philipp. Erstmal freut es mich natürlich, dass so viele Teilnehmer Interesse an diesem Themenkomplex haben, dass wir die Chance haben, tatsächlich auch mit der Hermann-Ehlers-Akademie einen solchen Pre-Event im Vorwege für die Kiel Munition Clearance Week zu organisieren. Ich hoffe, alle von Ihnen haben schon von der Kiel Munition Clearance Week gehört. Das ist eine Veranstaltung, die vom 6. bis zum 10. September in Kiel stattfindet und wirklich die erste internationale Fachkonferenz auf der Ebene zum Thema Munitionsräumung und darstellen soll. Und wir freuen uns recht herzlich, dass wir einen so tollen Podiumsdiskussionsbeitrag hier von Hermann-Ehlers-Akademie als Pre-Event gewinnen konnten. Sind sehr gespannt auf die Diskutanten, auf die Fragen, die auch von den Teilnehmern gestellt werden. Und ich würde dann dementsprechend einmal wieder übergeben. Ich freue mich sehr auf die Diskussion, die ansteht. Vielen herzlichen Dank, lieber Jan Wendt. Es freut uns auch ebenfalls, dass wir auf dem Podium so vielfältige Perspektiven vereinigen können und aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus das Thema Munition im Meer und die Lösung der Zielkonflikte heute diskutieren können. Doch worum geht es eigentlich genau? Es geht dabei einmal um die Fragestellung der Umweltschädlichkeit von schätzungsweise 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten. Es geht aber eben auch um Fragestellungen der wirtschaftlichen und technologischen Möglichkeit ihrer Entfernung bzw. ihrer Bergung. Es geht dabei gleichzeitig aber auch um die Notwendigkeit von unterseeischen Sprengungen für die Einsatzfähigkeit der deutschen Marine und nicht zuletzt geht es um die Frage der Lastenverteilung. Gemeinsam wollen wir heute Licht ins Dunkel bringen und gehen der Thematik passenderweise auf den Grund. Für unseren diskursiven Tauchgang begrüße ich heute Abend recht herzlich für die Sichtweise des Umweltschutzes Herrn Olaf Brandt, Vorsitzender des BUND Deutschlands und vormals seit 2008 Bundesgeschäftsführer Politik und Kommunikation des BUND, vom Studium und Ausbildung her Ingenieur für Umwelttechnik im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie. Herzlich begrüße ich für die Perspektive der deutschen Marine Herrn Admiral zur Mühlen. Von 2013 bis 2015 war Herr Admiral zur Mühlen Kommandeur der Einsatzflottille 2 in Wilhelmshaven. Während dieser Tätigkeit war er ebenfalls als Kommandeur im Auslandseinsatz in der Operation Atalanta in Somalia eingesetzt. Von 2015 bis 2017 war Herr Admiral zur Mühlen Unterabteilungsleiter Sicherheitspolitische Angelegenheiten im Bundesministerium der Verteidigung.
und seit 2017 ist er auf seinem aktuellen Dienstposten als Abteilungsleiter Einsatz im Marinekommando. Herzlich willkommen. Herzlich begrüße ich für die Sichtweise der Wirtschaft und Wirtschaftsförderung Herrn Dr. Thilo Rolfs. Seit 2017 ist Dr. Rolfs Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Technologie, Verkehr und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein. Zuvor war er Richter Kraftamtes beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht, davor Leiter des Fachbereichs Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen sowie Kreisverwaltungsdirektor. Ein ganz herzliches Willkommen quasi hier einmal über die Kieler Stadtgrenzen hinweg. Herzlich begrüße ich für die bundespolitische Ebene in Berlin Herrn Dr. Johann Wadephul. Seit 2019 ist der Jurist Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit 2017 ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er ist Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig-Holstein und war von 2000 bis 2009 Mitglied im Schleswig-Holsteinischen Landtag und auch hier Fraktionsvorsitzender. Nun, da Sie unsere Podiumsteilnehmer des heutigen Abends kennen, denke ich, können wir direkt mit der Diskussion beginnen. Die erste Frage möchte ich sehr gerne an Herrn Band stellen und quasi direkt in die Folgen gehen. Schätzungsweise 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten liegen am Meeresgrund direkt vor deutschen Küsten und bedrohen Meeresumwelt und Sicherheit von Mensch und Tier. Das Thema selbst ist allerdings jetzt nicht gerade neu. Spricht man mit Experten und auch vor allen Dingen gerade im Vorfeld mit vielen Segelsportlern, fällt auf, dass die Thematik eigentlich seit Jahren bekannt ist. Herr Band, wieso taucht das Thema in 2021 so stark auf die umweltpolitische Agenda auch auf? Haben neue Forschungsergebnisse zu der Dringlichkeit des Themas beigetragen? Beziehungsweise welche gesicherten Erkenntnisse liegen uns vor der Gefährlichkeit von Munitionsaltlasten im Meer? Na, ich glaube, dass es jetzt so aktuell ist, liegt daran, dass es einerseits bei den Sprengungen durch die Bundeswehr, aber auch durch NATO-Kräfte immer wieder zu massiven Schäden an der Natur kommt, an getötete Schweinswale. Als streng geschützte europäische Art ist das natürlich eine Katastrophe für den Naturschutz und bei einer Art, die sozusagen in Nord- und Ostsee ja nur noch mit 500 Individuen vorkommt. Und das kann man einfach nicht mehr wegleugnen. Und es geht jetzt nicht mehr nur um sozusagen die Beobachtung solcher Dinge, sondern der Druck steigt, dass sich was verändert. Das andere ist natürlich tatsächlich, dass die Zeit drückt. Wir haben mit diesen 1,6 Millionen Tonnen Munition eine riesige tickende Zeitbombe an toxischen Materialien in Nord- und Ostsee. Und die werden ja nicht besser, sondern die Gefahr, dass das immer mehr austritt und sozusagen massive Übergänge der zum Beispiel von Quecksilber und TNT-Abbauprodukten in die natürliche Nahrungskette, also am Ende dann auch in Muscheln und Fische, die wir Menschen zu uns nehmen, steigt immer mehr mit den Jahren und auch dadurch ist der Handlungsdruck maximal groß. Wir wissen vieles darüber, über Forschungsprojekte, dass es tatsächlich diese Übergänge in die Nahrungskette gibt. Es ist jetzt an der Zeit zu diskutieren, wie kriegen wir mehr Kraft in die Lösung dieses Problems und mehr Geschwindigkeit und mehr Geld. Dazu erst so erstmal vielleicht mein Einstieg an der Stelle. Ja, sehr gerne doch. Vielleicht direkt, weil wir uns ja gerade noch am Randtasten sind. Wir sind ja gerade noch gar nicht richtig im Deep Dive, sondern haben wir gerade erst abgelegt, haben noch so ein bisschen die flachen Gewässer vor uns in der Diskussion. Sie sprachen gerade eben auch von der Fragestellung eben Dringlichkeit, beziehungsweise die Aufgaben müssen nun angegangen werden und vor allen Dingen auch, es muss über das Geld gesprochen werden. Über welche Geldsumme sprechen wir dort eigentlich? Wovon gehen Sie als BUND Deutschland aus? Wie viel könnte es kosten? Also ich kenne da keine Schätzungen dazu. Ich glaube, vielleicht gibt es die an anderer Stelle. Mein Eindruck ist, das eine ist das Geld, aber es braucht, glaube ich, sozusagen auf allen Ebenen verantwortlicheres Handeln. Es gibt eben diese einzelnen Forschungsprojekte, es gibt immer wieder Beratungen dazu und ich glaube, das ist ja deutlich geworden, die Küstenländer können es nicht alleine lösen, die Marine wahrscheinlich ja auch nicht und der Bund müsste da sozusagen mit dem Blick auf nationale Altlasten der beiden Weltkriege natürlich viel stärker in die Verantwortung gehen.
Und dann braucht es dafür natürlich in der Ostsee und Nordsee auch eine internationale Abstimmung. Und das ist uns als BUND viel zu zufällig sozusagen und zu wenig in den Umsetzungen begriffen. Wir brauchen ein abgestimmtes Konzept, sodass man dann auch in die Technologieentwicklung einsteigen kann. Wie kriegt man die Altlasten möglichst schnell aus dem Meer geborgen und die Sprengung reduziert? Und dann sozusagen Technologien dafür entwickelt, das ist ja das Nächste. Und da bin ich mal gespannt, was uns die Fachleute sagen, was das am Ende kosten würde. Vielen herzlichen Dank, Herr Band, für den ersten Aufschlag. Gerne würde ich mit dem Blick auf eben Technologie beziehungsweise mit der Gesamtthematik die Frage oder den Blickwinkel auf den Bereich Wirtschaft eröffnen. Herr Dr. Rolfs. Was hat Munition im Meer eigentlich eben mit Wirtschaftsförderung zu tun? Sie sprachen darüber heute bereits schon in einem Tweet, den Sie heute Vormittag absendeten, dass es große Potenziale nicht einmal für oder nicht nur für die Sicherung birgt, sondern eben auch für den Technologiestandort Schleswig-Holstein. Wodurch entstehen hierdurch eigentlich Potenziale für die Wirtschaftsförderung im maritimen Sektor? Ja, Schleswig-Holstein ist ja als Land zwischen den Meeren in besonderer Weise auch daran interessiert, eine Lösung zu finden für das Thema Munition im Meer. Denn ein Aspekt würde ich gerne auch noch mal hier einbringen. Das Thema Tourismus ist ja ein ganz erheblicher Wirtschaftszweig auch in Schleswig-Holstein. Und wir wissen, das Thema Munition im Meer ist eine tickende Zeitbombe. Je weiter die Korrosion weitergeht, desto mehr besteht auch durchaus Gefahren, vielleicht für Strände und ich sag mal Bilder mit Phosphor oder ähnlichen Rückständen, dann die dann irgendwo an die Strände gespült werden. Das wollen wir auch als Tourismusland natürlich nicht. Insofern haben wir erstmal als Land Schleswig-Holstein ein hohes Interesse daran, dass es jetzt endlich eine Strategie gibt, das Thema nachhaltig anzugehen. Und natürlich hat es auch für den Technologie- und Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein insofern eine Riesenchance, weil wir ja hier, ich sag mal, schon ein Cluster haben, ein Ökosystem, wo wir eigentlich alle wichtigen Player, die man braucht zur Lösung dieses Problems, vor Ort haben. Wir haben die Wissenschaftseinrichtung mit dem Geomar-Institut, wir haben das Toxikologische Institut der UKSH, das UKSH. Wir haben aber auch tolle Unternehmen hier, ein Geschäftsführer eines Unternehmens, das sich ja sehr intensiv mit der ganzen Frage auch der digitalen Darstellung von entsprechenden Gebieten beschäftigt. Egeos haben wir kennengelernt. Wir haben auch noch andere. Wir haben German Naval Yards, wir haben TKMS, die auch potenziell natürlich das Potenzial haben, hier auch mit Produkten an den Markt zu gehen und das sozusagen zu verbinden und in Schleswig-Holstein die entsprechenden Produkte auch in der, ich sag mal, im industriellen Maßstab. Und darum geht es ja letztendlich. Die Chance besteht ja darin, neue innovative industrielle Lösungen für das Problem zu entwickeln, die am Ende auch für die Auftraggeber, die ja häufig dann die öffentliche Hand sind, insofern auch interessant sind, weil es, wenn es industrielle Lösungen gibt, natürlich auch deutlich kostengünstiger ist, als wenn man sozusagen jedes Stück sozusagen einzeln irgendwie bergen muss. Da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben und vor allen Dingen das zum Schluss. Es ist auch ein riesiger Markt aus meiner Sicht, denn wir sind in Deutschland nicht das einzige Land, was diese Herausforderung hat. Wir haben andere europäische Länder, die diese Herausforderung haben, aber auch international, Japan beispielsweise, hat ähnliche Herausforderungen, sodass wir die Chance haben, mit innovativen Lösungen wirklich einen Markt zu erreichen und damit Wertschöpfung, der Begriff Wertschöpfung gefällt mir in dem im Kontext auch besser als das Thema Wirtschaftsförderung. Weil Wirtschaftsförderung wirkt so, als ob wir das nur staatlich sozusagen fördern wollen. Aber es ist eben auch ein Markt da, international, der viel Wertschöpfung und Arbeitsplätze nach Schleswig-Holstein bringen kann. Und die Chance müssen wir nutzen. Eine ganz kurze Rückfrage, beziehungsweise gleich zwei an der Stelle. Wenn Sie sagen, auch andere Länder haben die Herausforderungen, und auf der anderen Seite sprachen Sie von einem einzigartigen Ökosystem hier in Kiel. Gibt es vergleichbare Ausgangslagen, vielleicht auch in japanischen Städten oder in japanischen Lagen, wenn man sich das ansieht, oder in Europa? Oder befindet man sich hier in Kiel sozusagen jetzt in einer, ja doch eher, wie Sie sagten, schon sehr guten Ausgangslage, was das gesamte wirtschaftliche Ökosystem anbelangt? Die zweite Rückfrage, die ich noch an Sie habe, um noch so ein bisschen einmal den Kostenrahmen sozusagen abzugrenzen.
Haben Sie oder legen Ihnen Kostenschätzungen vor, wie groß der Kostenaufwand wäre für die Munitionsräumung? Je nach Medienberichten kann man ja eben bis zu dreistellige Millionenbeträge finden, die für die Räumung ja oder die Räumung kosten würde. Ja, also zum einen das Thema, wie gehen es die Japaner an? Ich war zwar in Japan zum Thema grüner Wasserstoff, aber das Thema haben wir so noch nicht vertieft. Ich gehe davon aus, dass es auch Expertise gibt. Und das wäre sicherlich auch wissenschaftlich interessant. Auch übrigens ja, vielleicht im Rahmen der Woche im September gemeinsam mal international zu gucken, was da so passiert. Ich glaube aber, wir haben als Standort hier auch gerade in Kiel die große Chance, da was zu machen, weil wir eben Wissenschaft und Unternehmen hier vor Ort haben. Und die zusammenzubringen und zusammen an dem Thema arbeiten zu lassen, das ist interessant. Aber dafür braucht es eben Rahmenbedingungen, finanzielle Rahmenbedingungen, dass klar ist, ja, die öffentliche Hand ist in den nächsten Jahren bereit, das Thema anzugehen, die Gelder zur Verfügung zu stellen. Denn nur dann lohnen sich ja auch die Investitionen für die Firmen in die Entwicklung dieser Produkte und Projekte, die ja nicht günstig sind. Und im Hinblick auf die Frage, was kostet am Ende der ganze Spaß, das kann man aus meiner Sicht derzeit nur in die Luft schießen, einen Betrag. Man kann auch 500 Millionen sagen, habe ich auch schon gelesen als Forderung, die man braucht. Am Ende wird man ja erst wissen, wie viel man braucht, wenn man abschließend abschätzen kann, wie groß das Problem eigentlich ist. Und da sind wir ja noch am ersten Schritt bei der Detektion der verschiedenen. Wir kennen zwar verschiedene Gebiete, aber wir kennen es ja, wir wissen ja noch nicht abschließend, wie groß das Ausmaß wirklich ist. Und das Zweite ist, es ist natürlich umso günstiger, je industrieller ich dieses Thema angehe. Das heißt, in welchem Maßstab es mir gelingt, Lösungen zu finden, wie ich beispielsweise, komme ich nachher nochmal zu, ich habe schon einige interessante Modelle auch gesehen, wie industrielle Lösungen aussehen können, einzelner Anbieter, wie man es schafft, sozusagen durch Plattformen, Spezialplattformen sozusagen, alle Abläufe von Detektion, dann Entsorgung vor Ort hinzubekommen. Je meiner man das industrialisiert, diese Abarbeitung, desto günstiger werden am Ende auch dann die Kosten für die Gesamtbewältigung des Problems. Aber nochmal, ich glaube, seriös kann man das nicht abschließend heute schätzen. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Mit dem Themenkomplex Munition im Meer ist man ja direkt nicht nur bei Munitionsaltlasten, sondern auch beim Umgang mit Sprengstoff und dessen Bergung. Herr Admiral zu Mühlen, das klingt ja eigentlich alles nach einem Job für die deutsche Marine. Denkt man an Expertise, die vorhanden ist, gerade auch mit dem Umgang mit Unterwasserminen. Wir sprachen eingangs auch schon eben über Fähigkeiten auch der Mineure oder Ähnlichem. In anderen Ostseeanrainerstaaten übernehmen die Marinen die Aufgabe der Munitions- und Altlastenräumung. Welche Rolle spielt die deutsche Marine in diesem Themenkomplex? Unterstützt die Marine derzeit schon Vorhaben der Munitionsräumung oder ist sie, wie vielleicht man aus dem Eingangsstatement von Herrn Band persiflieren könnte, nicht nur Good Guy, sondern auch Bad Guy oder vielleicht sogar auch the Ugly One, um einen alten Western hier nochmal als rhetorische Figur benutzen zu wollen? Aber Herr Admiral zu Mühlen, Ihre Antwort würde mich interessieren. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dass ich so ein kleines bisschen den Blickwinkel der Marine hier einbringen kann. Und der wird sicher nicht dargestellt, sozusagen auf der einen Seite durch eine, wie Sie das eben darstellten, eine Western-Manier auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist die Bundeswehr und die Marine leider auch nicht letztendlich beauftragt, im Rahmen der Wirtschaftsförderung oder letztendlich der Wertschöpfung letztendlich tätig zu werden. Das ist nicht mal in der Natur der Sache. Wenn es um einen Beitrag der Marine geht, dann müssen wir grundsätzlich feststellen, und das mag dann vielleicht wieder alles etwas kompliziert wirken, dass die Munitionsaltlasten bzw. der Beseitigung nicht im Aufgabenbereich der deutschen Marine und auch nicht der Bundeswehr liegen. Allerdings kann die Marine tätig werden im Rahmen der sogenannten Amtshilfe. Für den einen oder anderen mag das, denke ich, immer ein bisschen pathetisch wirken, aber für uns steht eher der, ich sag mal, der Bereich Sicherheit im Vordergrund, Freiheit der Seeverbindungswege für Deutschland. Der ist von besonderer Bedeutung, sicherheitspolitisch, wirtschaftlich, in der Ostsee, in der Nordsee, aber auch weit darüber hinaus.
um hier einen Beitrag zur Sicherheit sozusagen herzustellen, verfügt die Marine über Fähigkeiten zur Bekämpfung von Kampfstoffen und natürlich auch von Minen im Meer. Das im nationalen Kontext, das natürlich auch im multinationalen Kontext, also aus der Allianz heraus sozusagen begründet. Und diese Fähigkeiten, von denen wir sprechen, also das Handwerkliche, ist natürlich ausgerichtet an einem operativen militärischen Einsatz. Joachim Brune has left the meeting. Und das ist der Punkt, den ich wiederhole. Natürlich können wir diese Fähigkeiten, die wir haben, im Bedarfsfall und auf Anforderung im Rahmen der Amtshilfe tatsächlich auch einbringen. Und das ist auch schon vielfach geschehen. Wenn Sie fragen, wie unterstützt die Marine letztendlich diese Vorhaben, dann gibt es eine gute etablierte Zusammenarbeit mit den Ländern und auch mit den zivilen Dienststellen an Nord- und Ostsee. So unterstützen wir schon seit Jahren, man kann auch sagen Jahrzehnten, die Kampfmittelräumdienste der Länder, so regelmäßig mit dem Kampfmittelräumdienst des Landes Schleswig-Holstein. Stellen wir Unterwasserdrohnen zur Verfügung oder steuern sie natürlich dann auch selber zur Auffindung, Identifizierung und dann auch zur Kartierung von Minen oder von Sprengmitteln. Das im Schwerpunkt in der Kieler Bucht und der Kieler Förde. Das machen wir regelmäßig und mit dem Blick voraus, in 2 Wochen werden wir auf Antrag des Kampfmittelräumdienstes Mecklenburg-Vorpommern im Bereich vor Warnemünde tätig werden und auch dort mit Marinedrohne unterstützen, um entsprechende Erkenntnisse sozusagen für den Bereich von Minen, die Qualität der Minen, dem Ort sozusagen beizubringen. Darüber hinaus ist Personal meiner Abteilung in der sogenannten Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord-Ostsee etabliert, hier in dem Bereich Expertenkreis Munition. Hier geht es darum, letztendlich die Informationen des Expertenkreises in einer Datenbasis sozusagen zusammenzufassen. Da fließen dann natürlich auch die Ergebnisse, ich sag mal, von militärischen Suchaktionen mit ein, die dort auch entsprechend kartiert werden. Wir führen eine sehr gute Mine Detection Warfare Database hier im Marinekommando. Da haben wir auch einen regelmäßigen Austausch. Also insgesamt, denke ich, sehen Sie, es gibt da eine gute und etablierte Zusammenarbeit zu diesem Thema, aber es ist nicht unser primärer Auftrag. Wir erfüllen Ihnen Amtshilfe. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für die Klarstellung und auch nochmal für die umfassende Darstellung, was bisher von Seiten der deutschen Marine hier auch geleistet wird. Ich hoffe, Sie sehen mir an der einen oder anderen Stelle eine kleine provokative rhetorische Figur nach in Bezug auf den Western. Das dient ja letztendlich manchmal nur der Aufheiterung in der Diskussion. Wenn man sich jetzt die Ausgangslage betrachtet, stellt man ja eben fest, dass es auf der einen Seite durchaus eben sicherheitspolitische Interessen eben auch in der Minenräumung geht, beziehungsweise in der Minensprengung geht. Auf der anderen Seite gibt es Aspekte des Umweltschutzes. Herr Band machte das mit seinem Eingangsstatement, denke ich, besonders deutlich. Sehr geehrter Herr Wadefohlen, wir wollen an dieser Stelle noch einmal die Perspektive noch etwas erweitern. Welche grundsätzlichen Auswirkungen sehen wir eigentlich in der sicherheitspolitischen Debatte, in der Auseinandersetzung rund um den Themenkomplex Munition im Meer? Gäbe es Implikationen für zukünftige Effekte? Die zweite Frage stelle ich gleich. Die erste Frage ist, gibt es grundsätzliche Auswirkungen auf die sicherheitspolitische Debatte rund um den Themenkomplex? Welche Potenziale eröffnen sich hier aus Ihrer Sicht? Aus dem Fachbereich Sicherheitspolitik. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich bin gerne bei, ich darf vielleicht sagen, meiner Hermann-Ehlers-Stiftung, bin ja langjähriges Mitglied, auch früheres Vorstandsmitglied dabei und freue mich, viele bekannte Gesichter hier zu sehen und freue mich auch, dass das Thema aufgegriffen worden ist, was ja für uns an der Ostsee eine große Bedeutung hat, eine ganz praktische Bedeutung hat. Und im Grunde stellt man ja etwas erstaunt fest, dass wir die Thematik seit vielen Jahren kennen, dass wir die Problematik mittlerweile recht gut erforscht haben und wissen, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes auf tickenden Zeitbomben sitzen, aber dass wir sozusagen in der Lösung des Problems noch nicht recht weitergekommen sind. Und dazu würde ich aus meiner Sicht vielleicht folgende ganz kurze Anmerkung machen. Erstens,
ich glaube, es bedarf jetzt einer schnellen Kraftanstrengung aller, um hier zu einer Lösung zu kommen. Und das sagt sich leichter, als es getan ist. Wir kennen aus vielen Debatten um die Meere durchaus Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Ländern, zwischen Bund und Ländern und zwischen auch Anrainerstaaten, die uns an dieser Stelle nicht länger aufhalten dürfen. Und deswegen ist das Bekenntnis, lieber Thilo, hier auch für die Landesregierung sehr wichtig. Und ich will das für die Bundespolitik auch ausdrücklich sagen. Auch der Bund ist bereit, sich zu engagieren. Wir werden von den Koalitionsfraktionen CDU, CSU und SPD in dieser Woche auch einen entsprechenden Antrag einbringen in den Deutschen Bundestag und zum Abschluss der Legislaturperiode aber doch auch den klaren politischen Willen zum Ausdruck bringen, dass wir uns engagieren werden, nicht nur wollen, um hier zu einer Lösung zu kommen. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig. Das Volumen dessen, was wir zusammensammeln müssen, hat der Kollege Stein aus Rostock mal auf 500 Millionen, was man erstmal zusammensammeln müsste, beziffert. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist mit Sicherheit nicht schlecht, wenn man diese Summe zusammen bekommen würde. Und es wird einige Anstrengungen bedeuten, das auch zu erreichen. Dazu müssen alle etwas beitragen. Der Bund ist dazu bereit. Ich würde mich freuen, wenn die Länder das auch sind. Und wir müssen dann in den Formaten, die wir haben, auch mit Nachbarländern sprechen. Wir haben die Formate, das ist mein zweiter Punkt. Wir haben die Formate, wir haben den Ostseerat auf sozusagen Ebene der Außenministerien. Wir haben die Ostsee-Parlamentarier-Konferenz, wo Anrainerstaaten der Ostsee, aber auch darüber hinaus, Norwegen und Island und andere sind da auch mit dabei, viele aus der Region beteiligt sind und die haben auch politisch bereits erklärt, dass sie bereit sind, sich daran zu beteiligen. Wir müssen sie jetzt alle beim Wort nehmen. Und das Dritte ist in der Tat das Engagement des ganz unmittelbar des Bundes. Heimling, das, worauf Sie jetzt gerade noch mal rekurriert haben, auch unter Bezugnahme auf den Vortrag von Admiral Zumühlen. Auch die Bundeswehr, auch die Marine kann hier selbstverständlich einen Beitrag leisten. Sie tut es auch schon, das hat der Admiral ja dargestellt. Ich muss nur das auch unterstützen, was Herr Zumühlen gesagt hat. Die Bundeswehr und die deutsche Marine hat natürlich an allererster Stelle einen anderen Auftrag. Sie hat den Auftrag, die territoriale Sicherheit des Bündnisgebietes auf See zu wahren. Und dazu muss sie entsprechende Übungen fahren und auch Übungen durchführen, zu denen, das will ich in aller Offenheit hier auch dazu sagen, auch Sprengungen gehören. Das gehört zum militärischen Handwerk dazu. Und ich verteidige diese Verteidigungstätigkeit und diese Verteidigungsübungen der Marine auch in diesem Kreise hier. Ich bin etwas irritiert darüber, dass man das, halte es nicht für sinnvoll, dass man hier Dinge gegeneinander ausspielt, sondern wir brauchen diese Tätigkeit. Sie hat einen anderen Zweck, aber sie kann im Rahmen dieser Aufgabe, vor der wir stehen, nämlich die Beseitigung dieser erheblichen Altlasten, auch einen Beitrag liefern. Das ist sozusagen für die Haupttätigkeit der Marine sozusagen ein Nebenprodukt, aber ein gutes und ein sinnvolles Nebenprodukt, das man sicherlich auch noch in einem gewissen Maße ausbauen kann. Und ich würde dazu nur als letzten Satz ergänzen wollen, anknüpfend an das, was Thilo Rolfs gesagt hat. Wir müssen hier auch eine Chance, glaube ich, sehen für Schleswig-Holstein, für viele Unternehmen, für die Wissenschaft, für die Forschung. Das kann auch ein neuer Wirtschaftszweig werden. Wir haben diese Thematik nicht nur vor Japan, wir haben sie an vielen Stellen auf der Erde, dass derartige Altlasten im Meer sich befinden. Und viele haben die Probleme, die zu beseitigen. Ich könnte hier manchen Ort noch zusätzlich nennen. Und wenn wir hier eine Expertise entwickeln, wenn wir hier Technologien entwickeln, die marktfähig sind, die funktionieren,
dann haben wir ja auch eine Chance, daraus sogar auch einen gewissen technologischen und wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Vielen herzlichen Dank, Herr Wartekohl, für das klare Statement, noch einmal hier eben kooperativ zusammenzuarbeiten, um die Kräfte zu bündeln. Bevor wir in Runde 2 der Nachfragen gehen, würde ich gerne einmal die Gelegenheit nutzen, da wir hier ja auch einige Experten im Raum haben, um vielleicht eine kleine Zwischenfrage als Fußnote zu beantworten. Herr Admiral zu Mühlen sprach ausführlich über Hilfe, Amtshilfe der Bundeswehr, der Deutschen Marine, als Teil der Bundeswehr im Bereich Kartierung. Und an dieser Stelle würde ich gerne noch einmal kurz eine kleine Frage an Herrn Jan Wendt richten, in Bezug auf die Fragestellung, wie viel der Munitionsaltlasten in der deutschen Nord- und Ostseeküste ist eigentlich bereits schon kartiert, beziehungsweise über wie viel oder über welchen Bereich wissen wir bereits schon genau Bescheid und über wie viel wissen wir noch nicht Bescheid? Also wie groß ist eigentlich derzeit der Graubereich aus der Perspektive der Forschung vor dem Hintergrund der Expertise im Bereich von Kartierungstechnologie, glaube ich, ist das eine gute Frage, die vielleicht beantwortet werden könnte. Lieber Jan Wendt. Ja, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass wir noch viel nicht wissen. Bisher ist es so, dass Kartierungen im sehr kleinen Maßstab stattgefunden haben. Wir haben ein Gebiet, das ist sehr, sehr gut erfasst, auch im Rahmen von vielen internationalen Forschungsprojekten. Das ist die Kolberger Heide, wo wir ungefähr 18.000 Tonnen vermuten. Die wirklich direkt bei uns in Kiel vor der Haustür quasi liegt. Es geht jetzt weiter mit der Kartierung in Forschungsprojekten, beispielsweise in einem internationalen europäischen Forschungsprojekt BASTA, das ein europäisches finanziertes Projekt ist, in dem das Geomar beteiligt ist, wir dabei sind, Kollegen aus Belgien. Und in diesem Zuge sind mehrere Ausfahrten auch getätigt worden, um in der Ostsee Kartierungsfahrten zu unternehmen. Summa summarum kann man sagen, dass wir viel noch nicht wissen. Wir haben die ersten Anhaltspunkte, wo Munition liegt aus historischen Dokumenten, fahren wir jetzt ab, versuchen zu verstehen, wie groß die Belastungssituation eigentlich ist. Aber auch auf der Ebene der Kartierung und der Detektion müssen wir noch sehr, sehr viel leisten, auch sehr viel Technologieentwicklung noch leisten, um dort wirklich belastbare Aussagen zu bekommen. Diese 1,6 Millionen Tonnen, von denen wir reden, das ist die belastbarste Zahl, die wir aktuell haben. Aber wir müssen schnellstmöglich hinkommen, diese Zahl zu identifizieren oder auch zu falsifizieren. Vielen herzlichen Dank für das kleine Sachstatement. Ich hoffe, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste, das war für Sie in Ordnung, um noch eine kurze Fußnote oder mit einer kurzen Fußnote jetzt in Runde 2 starten zu können. Wir beginnen wieder vorne bei Ihnen, sehr geehrter Herr Bann. Und ich würde Ihnen sehr gerne die Möglichkeit geben, entweder auf das bereits Gesagte von Teilnehmern eingehen zu dürfen, das dürfen Sie jederzeit, aber eben auch folgende zweite Rückfrage zu beantworten. Und die zielt einmal ab auf die konkrete Räumung am Meeresboden. Wir sprachen darüber ja bereits schon, das ist eben die Fragestellung, wie die Altlasten eigentlich entfernt werden können. Das geschieht teilweise ja oder geschah bereits auch schon in den 90er Jahren durch Sprengungen. Wenn Sprengungen keine Alternative sind, sondern eben es um die Räumung und eben auch vor allen Dingen um die Verhinderung von Sprengstoffaustritt geht, gibt es dort bereits schon Szenarien oder Strategien, wie sich der BUND die Räumung vorstellt? Und die andere Frage, um eine Frage aufzunehmen, die bereits auch schon behandelt worden ist, europäische Kooperationen, gibt es dort auch schon gemeinsame Kooperationen oder gemeinsame Allianzen zwischen europäischen Umweltschutzverbänden? Vielen herzlichen Dank, Herr Band. Ja, danke schön. Vielleicht nochmal zur Wilden Westmanier, die Sie ja schon angesprochen haben, und zu den Minensprengungen. Ich finde tatsächlich, dass was die Bundeswehr, was wir da gesehen haben, aus zum Beispiel bei diesen Minensprengungen im Fehmarnbelt im Naturschutzgebiet 2019, das ist für mich tatsächlich Wildwestmanier. Und ich glaube, das kann keine Zukunft haben, diese Art von Sprengungen, wenn das sozusagen in der Vergangenheit so war. Wenn ich dann lese, wie 8 tote Schweinswale, Explosionen von je 300 Kilogramm, die noch in mehreren Kilometern tödlich waren für Schweinswale, geschützte Riffe
zerstört, Naturschutzbehörden überhaupt gar nicht eingebunden. Ich vergleiche das mal mit einer Situation an Land. Wenn wir heute irgendwo solche Eingriffe vornehmen würden an Land, in Natur, wenn wir irgendwo ein Windrad bauen, dann beschäftigen sich viele Menschen sehr fachkundig damit, wie wir das sozusagen so kriegen, dass die Natur, Schäden an der Natur tatsächlich minimiert werden. Und davon kann ich bei der Bundeswehr bei solchen Einsätzen noch nichts erkennen. Und ich glaube, dass die Bundeswehr bei aller Einsatzfähigkeit und Sicherheit sich auch auf dem Meer sozusagen in die Verantwortung für Natur und Umwelt und die Gesellschaft stellen muss. Das kann nicht sein, dass mit dem Verweis auf Sicherheitslagen sozusagen so ein Rauditum da unternommen wird und ohne Rücksicht sozusagen Lebensräume und Lebewesen, streng geschützte Lebewesen zerstört werden. Das ist ein klarer Bruch des Naturschutzrechts und das muss aufhören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, das ist das eine. Und dann Ihre Frage zur Bergung. Ich glaube, dass die Sprengung wirklich nur eine absolute Ausnahme sein kann, dass wir Technologien brauchen, wo die Materialien wirklich geborgen werden, komplett aus dem Meer entfernt werden, damit man sozusagen einen dauerhaften Schutz hat und nicht nach der Sprengung bleibt ja auch noch was übrig. Das ist ja nicht so, dass alles vernichtet wird, sondern die toxischen Materialien tatsächlich dauerhaft vor Meer entfernt werden. Ich habe übrigens ein ganz starkes Echo in Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch ist. Ja, bei mir liegt auch ein starkes Echo vor. Das beheben wir alsbald. Ich weiß es nicht genau. Bei mir wird angezeigt, dass es zumindest noch ein Echo gibt bei Herrn Badefuhr. Das müsste aber jetzt eben aufgehört haben. Herr Band, bitte erlauben Sie eine kleine Rückfrage. Wenn Sie von Technologien sprechen, gibt es da konkrete Szenarien auch von Seiten des BUND, wo man gemeinsam eben an technologischen Möglichkeiten forscht, beziehungsweise vielleicht schon Ausschau hält, welche Möglichkeiten es gäbe? Und die andere Fragestellung, glaube ich, die ich zumindest noch nicht beantwortet sah, war die Fragestellung nach europäischer Kooperation. Ob Sie sozusagen als Umweltverbände auf europäischer Ebene gemeinsam auftreten und sagen, das ist ein wichtiges Thema für die Ostsee und auch für die Nordsee. Ja, da sind wir als BUND sozusagen in unserem, es gibt ja so ein NGO-Netzwerk von Umweltorganisationen entlang über die ganze Ostsee, Coalition Clean Baltic. Da sind wir im HELCOM-Netzwerk aktiv, sozusagen gerade mit der Frage der Sprengung und wie man da sozusagen Natur am besten schützen kann. Das ist ein großes Thema für uns und das tatsächlich kann man das ja im Prinzip nur noch international abgestimmt lösen. Und da ist der BUND tatsächlich und über auch unser internationales Netzwerk, der BUND ist ja einerseits ein deutscher Verband, aber über Friends of the Earth auch da tätig und dann sozusagen bereiten wir uns davor und ich hoffe, dass über HELCOM, wir haben ja im Herbst Ministerkonferenz in Deutschland, in Lübeck, zum Ostseeplan, dass auch da die Frage des Munitionsumgangs in Nord- und Ostsee dann tatsächlich eine Rolle spielt und das stärker adressiert wird, als es bisher der Fall war. Vielen Dank, Herr Band. An dieser Stelle möchte ich mir noch kurz einen kleinen Hinweis für die Moderation und meiner rhetorischen Figur von gerade eben erlauben. Ich möchte nur der Form halber darauf hinweisen, dass die Western-Metapher The Good, The Bad and The Ugly nur auf die Rollenzuschreibung anzuwenden ist und nicht auf eine Wildwestmanier der Marine. Aber kommen wir doch direkt zu dem Vertreter der genannten Organisation. Admiral zu Mühlen, ich glaube, die Äußerungen auch von Herrn Band sind vielleicht Anknüpfungspunkt auch noch an eine Äußerung von Ihnen oder auch eine Antwort von Ihnen hierzu. Die konkrete Nachfrage, die für die zweite Runde auf dem Papier steht, ist, wie berücksichtigen Sie die Forderung nach einer umweltverträglicheren Sprengung der Umweltverbände oder anders gefragt in einem anderen Kontext, was würde die dauerhafte Aussetzung von Sprengübungen in deutschen und europäischen Gewässern für die Marine bedeuten? Ja, herzlichen Dank. Ich meine, zu Ihrer letzten Frage können wir ganz konkret sagen, eine dauerhafte Aussetzung würde ganz klar zu einer Einschränkung des verteidigungspolitischen Auftrages führen, den der Abgeordnete eben auch dargestellt hat. Und der ist, ich denke, politisch nicht vertretbar oder ich sage mal ganz einfach, muss politisch bewertet werden. Aus meiner Sicht ist er politisch eben nicht verwertbar. Und die Bundeswehr hat
genauso wie alle anderen auch ein Interesse zum Schutz der Natur und das natürlich auch im Meer. Ich glaube, das möchte ich auch ganz klarstellen. Es ist nicht umsonst, dass die Bundeswehr letztendlich sich im BMVG und auch in nachgeordneten Bereichen entsprechende Abteilungen oder sogar entsprechende Ämter sozusagen besitzt, die sich mit diesen Themen ganz einfach auseinandersetzen. Deutlich muss ich machen, ganz nochmal das Thema Unterstützung sozusagen von Räumung von Altlasten im Rahmen der Amtshilfe. Das, was eben beschrieben wurde im Rahmen des Fehmarn-Belt und was dann gerne als Cowboy-Methode dargestellt wird, erfolgte in bewährter Zusammenarbeit mit der WSA Lübeck, die für diesen Bereich dort verantwortlich war. Dort gab es eine Gefährdungsanalyse, die letztendlich auch von den Kampfmittelräumdiensten der Länder geteilt wird, beziehungsweise deren Untersuchungen sozusagen von diesen sogar initiiert wurden. Das war die Grundlage dafür, dass die Marine dort aufgefordert wurde, dort einen Beitrag zu leisten. Und natürlich muss da die Einbindung der Naturschutzbehörden erfolgen. Das ist allerdings Aufgabe dessen, der letztendlich diesen Antrag stellt. Zu der Frage, ja, umweltverträglich. Ich habe deutlich gemacht, wir werden auch in Zukunft Sprengungen unter Wasser durchführen müssen. Das lässt sich ableiten einfach aus unserem Auftrag, aber auch der Frage, wir müssen Personal letztendlich ausbilden, was mit sozusagen im Sinne einer zivilen Berechtigung, nenne ich das mal, als Sprengmeister ausgebildet ist. Und das letztendlich in einer, ich sag mal, doch sehr fordernden Tätigkeit unter Wasser. Und wenn Sie schauen, welche Anforderungen Sie an einen Sprengmeister letztendlich und damit auch an den Kampfmittelräumdienst richten, dann ist da auch immer eine praktische sozusagen Ausbildung mit beinhaltet. Und auch wir brauchen diese praktische Ausbildung und die schließt dann eben auch das Sprengen ein im Rahmen der Zertifizierung unseres Personals, was dort und dann auch, ich sag mal, in sehr unsichtigem Wasser taucht und dort auch, ich sag mal, natürlich in unserem Auftrag einer gewissen Lebensgefahr ganz einfach unterliegt. Nichtsdestotrotz, wir müssen letztendlich auch für die Zukunft unsere, ich sag mal, Aktivitäten noch umweltfreundlicher machen. Wir sind dazu im Dialog mit dem Naturschutzverband, mit dem BFN über die Frage, wie wir dort eine vorläufige Lösung finden. Dazu hat die Marine auch erstmal die Notwendigkeit der Ladungsgewichte, mit denen wir üben müssen, deutlich reduziert. Es gibt Absprachen hinsichtlich Raum, Zeit, Abstand zu Naturschutzgebieten und auch die Frage, wie man einen solchen Blasenschleier dann einsetzen kann. Aber nochmal deutlich machen, der Blasenschleier ist kein integrales Element eines Kriegsschiffes. Das kann es auch nicht sein, denn ein Kriegsschiff muss in der Lage schnell reagieren können bei allen Wetterbedingungen unter Bedrohungen. Da werden Sie leider mit einer solchen Plattform keine Zeit haben und auch nicht die Möglichkeit haben, letztendlich sowas mit einzubringen. Im Rahmen der Ausbildung sollte das möglich sein. Perspektivisch gibt es dazu auch einen Dialog, der dazu hinführt, dass wir mittelfristig sogenannte Unterwassersprengplätze, also Bereiche, die uns jetzt auch schon zugewiesen sind, nochmal, ich nenne jetzt mal das Wort schön, infrastrukturell noch stärker ausprägen müssen, vielleicht auch mit einem permanenten, ich sag mal, Blasenschleier und vielleicht auch einer Sprenggrube. Dazu gibt es im Moment auch mit den Umweltbehörden Untersuchungen. Dann müssen noch einige wissenschaftliche, ich sag mal, Untersuchungen beigefügt werden, um dann einen gemeinsamen Weg zu haben, wie wir letztendlich unseren Verteidigungsauftrag, der aus der Verfassung natürlich abgeleitet wird, mit den Umweltschutzbelangen, die eben auch eine große Bedeutung haben, in Einklang bringt. Das soweit erstmal zu meinem Statement. Vielen herzlichen Dank, Herr Admiral zu Mühlen. Vielleicht an dieser Stelle eine ganz kurze Nachfrage. Wenn man Blasenschleier hört, geht bei mir die im Kopf sozusagen einmal die Vorstellung fängt an und geht sehr weiter. Könnten Sie vielleicht genau beschreiben, was es damit auf sich hat? Sie sprachen eben von einer entsprechenden Plattform, die dabei mitverwendet wird. Ist es eben so, dass man zusätzliches Gerät ebenfalls auch noch für die Erzeugung eines solchen Blasenschleiers benötigt? Ja, also was Sie brauchen, ist letztendlich eine zusätzliche Plattform, die letztendlich diesen Blasenschleier operiert. Das heißt, es wird eine Vielzahl, ich mache es jetzt mal einfach ganz banal, von Schläuchen sozusagen ins Wasser gelassen. Teilweise kann man das auch am Boden sozusagen befestigen durch Verankerung, sagen wir mal ganz einfach. Und dann wird aus diesem sozusagen aus
Blasenschleier wird eben durch Luft, dass man entsprechend hineinpresst, werden Blasen erzeugt, die letztendlich die Schallausbreitung sehr deutlich dezimieren. Dazu brauchen Sie aber eine Plattform mit entsprechenden Kompressoren und allem drum dran. Ich habe in Erinnerung, dass vor mehreren Monaten einmal, ich glaube, es war der Kampfmittelräumdienst Mecklenburg-Vorpommern, vor Warnemünde eine Räumung gemacht hat. Dort waren es zwei zusätzliche, ich nenne sie mal bei uns militärische Einheiten, die dazu verfügbar gemacht werden mussten, damit eben der Kampfmittelräumdienst oder theoretisch, wenn es auch eine Marineeinheit gewesen wäre, um letztendlich dann eine zusätzliche umweltverträgliche Sicherheit, nenne ich das mal, im Sinne von Schallschutz beizutragen. Das so ein bisschen als Erläuterung eines Soldaten, der nicht hauptamtlich Mineur ist, gebe ich ehrlich zu. Ja, vielen Dank. Aber ich glaube, das hat trotzdem nochmal zur bildlichen Vorstellung beigetragen, um auch Ihnen, liebe Gäste, ein besseres Bild zu vermitteln, um welche konkreten Herausforderungen es sich hierbei handelt. Herzlich möchte ich Sie an der Stelle noch einladen, wenn Sie Fragestellungen, Kommentare, Hinweise haben, diese jederzeit gerne über den Chat stellen zu können. Ganz unten rechts finden Sie den Button Chat mit so einer netten kleinen Sprechblase drauf. Klicken Sie drauf, öffnet sich der Chat unten rechts am Bildschirmrand. Der ein oder die andere von Ihnen wird mit Sicherheit schon einige Fragen haben, die Sie sehr gerne hier unten schon stellen könnten, damit wir später für die offene Diskussion auch Ihnen Raum dafür geben können. Doch gehen wir noch weiter in der zweiten Fragerunde. Herr Dr. Rolf, Sie sprachen gerade eben bereits schon von politischen Rahmenbedingungen, die angepasst werden müssen, um den maritimen oder vielmehr auch den gesamten Technologiesektor zu befähigen, sich dieses Themas anzunehmen. Nun ist es ja so, in einer Regierung ist man immer in eine Koalition eingebunden und muss vielleicht Kompromisse machen. Was wäre aber trotzdem mit dem Blick auf ein kleines Wunschprogramm für politische Rahmenbedingungen, ein Toolkit, eine Werkzeugbox, um die Wirtschaft in Norddeutschland oder in Schleswig-Holstein hier weiter befähigen zu können, sich dieses Themas weiter anzunähern? Was wären dafür, Möglichkeiten, um hier eine entsprechende technologische Ausrüstung zu erreichen? Ja, erstmal, bevor ich auf Ihre Frage zurückkomme, juckt es mich doch nochmal auf ein, zwei Dinge einzugehen, die hier gerade in der Diskussion genannt worden sind. Weil man muss ja sagen, Herr Brandt hat ja so ein bisschen Stimmung hier in die Bude gebracht mit seinen Ausführungen. Und ich möchte da schon auch an der Stelle so ein bisschen dem Eindruck entgegenwirken, dass jetzt bei dem Thema auch in der Ostsee jetzt nur Rauditum herrscht beim Thema Bergung von Munition. Ich will immer zum Beispiel darauf hinweisen, dass wir jetzt auch für den Bau der festen Fehmarn-Belt-Querung auch aufgenommen haben, noch eine Nebenbestimmung in die Genehmigung, die ja jetzt das Bundesverwaltungsgericht auch so gebilligt hat, nämlich dass der Blasenschleier flächendeckend im Bereich des Fehmarnbeltes auch zum Einsatz kommt. Das ist vorgeschrieben, auch diese Technologie. Und apropos, an der Stelle muss ich natürlich auch mal darauf hinweisen, dass der Blasenschleier, diese Technologie, eine Technologie ist, die hier in Schleswig-Holstein erfunden worden ist, und zwar mit Fördergeldern des Landes. Und daran sieht man ja schon mal, das ist also ein prominentes Beispiel dafür, wie gut die Ideen, Innovationen aus Schleswig-Holstein mittlerweile weltweit zum Einsatz kommen. Aber ich bin wiederum mit Herrn Brandt einer Meinung, dass wir andere Formen auch finden müssen, ausrollen müssen, wie wir im industriellen Maßstab die Bergung organisieren können. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt von TKMS, was auch vorgestellt worden ist, eine Spezialplattform, ein Schwimmponton. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, ist hochspannend, wo auf diesem Ponton sozusagen nicht nur die Detektion, sondern auch die Zerlegung der Munition in die dann ungefährlichen Einzelteile bis hin zur Verbrennung dann auf See stattfinden soll. Und das Ganze sozusagen mit Robotik und KI unterstützt, um so wenig Menschen da auch mit in Berührung kommen zu lassen wie nötig. Finde ich ganz interessant. Und davon, das ist ja nur ein Beispiel von vielen Ideen, die es gibt. Und weil Joe Wadefuhr das so direkt angesprochen hat, natürlich müssen auch die Länder, Joe, da ihren Anteil leisten. Wir,
leisten ja in diesem Bereich auch schon recht viel. Viele Förderprojekte, die wir mitfinanziert haben, nicht zuletzt auch übrigens die Kiel Munitions Clearance Week, die ja nächstes Jahr, die ja dieses Jahr stattfindet, wird ja auch gefördert vom Land. Aber die großen Kosten kommen natürlich noch, wenn es um die eigentliche Bergung geht. Und das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, gesamtstaatliche Herausforderung, der wir uns stellen wollen. Das, was wir derzeit eben auch schon tun, ist das Thema Technologietransfer vorantreiben. Das hatte ich ja schon erwähnt. Wir haben beispielsweise den Transmartec Campus gegründet, auch mit 1 Million jetzt als Staat, auch vom Land. Wir sind als Land Gesellschafter mit anderen privaten und Forschungseinrichtungen, wo es auch darum geht, gerade auch im Bereich Munition im Meer, Innovation und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu organisieren. Aber Sie fragten, was ist an Rahmenbedingungen erforderlich? An Rahmenbedingungen ist erforderlich, das hatte ich vorhin ja schon mal gestriffen, das Thema, eine Sicherheit der Wirtschaft, dass wenn sie in solche Projekte investiert, in solche Produkte investiert, dass es auch langfristig einen Horizont gibt, dass das Land, der Bund, vielleicht sogar die EU, weil es auch ja eine europaweite Herausforderung ist, die Gelder bereitstellt, die erforderlich sind, um langfristig sicherzugehen, dass es auch ein Markt ist, auch hier bei uns. Und in dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, weil Sie das Thema Koalition ja auch angesprochen haben. Die Grünen und die Liberalen machen ja in Schleswig-Holstein praktisch andauernd gemeinsam Anträge. In Berlin sieht das ja ein bisschen anders aus noch. Aber es gibt ein Thema, wo sich Grüne und FDP zusammengerauft haben, im Bundestag einen gemeinsamen Antrag zu stellen. Und das ist das Thema Munition im Meer. Und eine Forderung, die ich richtig finde, ist zum einen in diesem Antrag das Thema langfristige Strategie, dass nicht jede Gebietskörperschaft, jedes Bundesland, aber vielleicht auch jeder Nationalstaat irgendwie selber so ein bisschen guckt, wie sie klarkommen mit dem Thema Munition im Meer, sondern dass es da eine Strategie gibt und vor allen Dingen eine koordinierende, einheitliche Stelle, die das Thema wissenschaftliche Expertise, aber auch das Thema, was ist wo und was muss wann angegangen werden, koordiniert. Das ist Gegenstand des Antrags von FDP und Grünen. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn es wirklich zu so einer solchen Stelle kommt, glaube ich, ist Schleswig-Holstein prädestiniert dafür, Kiel vielleicht prädestiniert dafür, so eine Stelle hier zu schaffen. Ich freue mich sehr, Joe, dass du gesagt hast, es wird noch auch von der Großen Koalition hierzu was kommen. Dieser Antrag von FDP und Grünen ist ja nach meinem Kenntnisstand immerhin nicht abgelehnt worden, sondern ist jetzt im Umweltausschuss gewesen. Ich finde es wichtig, dass es dazu noch eine Positionierung gibt, auch der Großen Koalition. Und ich halte eigentlich die Idee einer zentralen Stelle, die das Ganze auch koordiniert, auch bundesweit, wichtig. Vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, inwieweit ihr euch als Große Koalition auch diese Ideen des gemeinsamen Antrags von Grünen und FDP auch zu eigen machen wollt. Aber das wäre auch mal eine Frage heute an dich gewesen hier, also nach dem Motto, kommt da noch was, weil ja die Legislaturperiode auch nicht mehr allzu lange dauert. Aber dass da was noch kommt, Joe, das habe ich jetzt wahrgenommen und das finde ich erstmal außerordentlich positiv. Vielen Dank, Herr Dr. Holz. Eine ganz kurze Rückfrage dazu, die uns auch noch im Chat, ich glaube, bei YouTube erreichte, die ich an dieser Stelle nur kurz nachfragen möchte, die sich auf die Plattform bezieht, die Sie angesprochen haben. Wo gibt es die Möglichkeit, die Plattform zu besichtigen oder sich online anzuschauen? Ich vermute, das wird auf den Seiten von TKMS entsprechende Darstellungen geben. Ja, jetzt kann ich wieder reden, alles klar. Ja, ich gehe davon aus, dass es auf der Plattform, also auf dem Internetauftritt von TKMS müsste das zu sehen sein. Da gibt es einen Flyer. Also ich kenne auch nur den Flyer davon. Da ist das aber sehr ausführlich dargestellt, auch mit ganz interessanten Zeichnungen. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht Werbung für eine bestimmte Firma machen, aber es ist ein Beispiel, finde ich einfach, was möglich ist. Und da gibt es sicherlich auch noch Ideen in anderen Firmen. Vielen herzlichen Dank. Wir sind ja eine Bildungseinrichtung und an dieser Stelle sichere ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, zu, dass wir Ihnen die entsprechenden Informationen mit entsprechenden, vielleicht auch noch weiteren Hinweisen, welche anderen Arten von Technologie es gibt, noch per E-Mail zusenden werden. Und vielleicht sei damit eben auch der Frage Genüge getan. Nachdem wir die
politischen Rahmenbedingungen und vor allen Dingen auch nochmal die Anmerkungen von Herrn Wolfs mit aufgenommen haben, würde ich sehr gerne die Fragestellung noch einmal an Herrn Dr. Wadefuhl richten. Herr Dr. Wolfs sprach es bereits schon an. Dreh- und Angelpunkt für die Forderung ist eine verstärkte Förderung des Themas durch den Bund. Die Fraktionen der Grünen und FDP sprechen sich eindeutig für eine Förderung aus. Und auch hier wäre die Rückfrage gewesen für die zweite Fragerunde direkt anschließend an Herrn Reus. Wie genau sieht denn die Positionierung der Großen Koalition aus? Verweisen Sie da auf die kommende Woche? Gibt es da vielleicht schon Punkte, die Sie uns hier vielleicht an dieser Stelle schon mitteilen könnten? Ja, ich will nachher noch was zu Wildwest auf der Ostsee vielleicht sagen, aber diesen Punkt jetzt erstmal auch ganz konkret nochmal ansprechen, hatte ich ja auch schon versucht in der ersten Runde ein bisschen zu adressieren und ich wiederhole das gerne an der Stelle. Also erstens habe ich mit Interesse zur Kenntnis genommen, lieber Thilo, dass Grüne und FDP auf Bundesebene noch nicht gemeinsame Anträge stellen. Und frage mich, was das bedeutet, aber in allem Ernst, und es geht ja hier um die Sache, ich glaube, wir sind da komplett einer Meinung. Also ich kann jetzt keine verbindlichen Zusagen für den Bund, was das Finanzierungsvolumen angeht, machen. Ich kann aber sagen, und das wiederhole ich, es gibt eben den Antrag, der am Donnerstag beraten wird. Ich habe die Drucksachennummer jetzt noch nicht hier, aber die kann ich nachliefern, wen das interessiert. Verantwortungsbewusster Umgang mit Kampfmitteln in Nord- und Ostsee, Technologien der maritimen Wirtschaft nutzen, von CDU, CSU und SPD, der ganz klar sagt, wir steigen da finanziell an der Stelle auch ein. Der Bund ist eindeutig auch in einer Mitverantwortung. Über das Volumen muss man immer reden. Ich begrüße das Engagement Schleswig-Holsteins. Die Aussage hier des Wirtschaftsministeriums durch Staatssekretär Dr. Rolfs ist sehr positiv. Ich will an der Stelle mir sozusagen die Kleinigkeit erlauben, dass ich sage, das, was ich vom Umweltminister Jan-Philipp Albrecht in vergangener Woche gehört habe, sozusagen der Bund muss das mal regeln. Und Schleswig-Holstein erwartet, dass der Bund das regelt. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Da muss auch mein Heimatland mehr machen und ohne eine Beteiligung der Bundesländer. Das gilt natürlich auch für Mecklenburg-Vorpommern. Das ist vollkommen klar, wird das am Ende des Tages nicht gehen. Was jetzt diese gemeinsame Stelle angeht, da ist der Bund offen. Es gibt, darauf will ich hinweisen, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Nord- und Ostsee, die arbeitet auch zusammen mit dem Expertenkreis Munition im Meer zu dieser Thematik schon gemeinsam. Und ehrlich gesagt ist es jetzt weniger der Bund, an dem gemeinsame aktive, also an dem die Errichtung gemeinsamer Koordinierungsstellen gescheitert ist, sondern es waren bisher auch in der Vergangenheit. Ich denke nur mal an das Havariekommando und all das, was wir uns da vorstellen. Das war nicht Schleswig-Holstein, sondern Niedersachsen. Es waren leider immer eher Länder, die da Kompetenzverlust befürchtet haben. Nach meinen Informationen ist der Bund, ich kann das jedenfalls für die CDU-CSU-Fraktion erklären und die Kollegin Astrid Dammerow aus dem Umweltausschuss ist ja dankenswerterweise hier auch mit dabei. Wir sind dazu bereit, dass es eine gemeinsame Stelle auch gibt, wie immer man die jetzt rechtlich ausgestaltet. Da kann man sich vieles vorstellen. Es ist ein wirklich großes Thema. Und es bedarf auch einer gemeinsamen, einer exekutiv handlungsfähigen Organisationseinheit. Wie man das jetzt nachher ausgestaltet, ist eine zweite Frage. Jetzt bin ich beim zweiten Punkt und das will ich in aller Ernsthaftigkeit noch einmal sagen. Es ist wirklich eine große Thematik und es kann jeden Moment auch ein schlimmes Unglück geben. Und deswegen müssen wir schnell handeln. In diesem Zusammenhang noch einmal auch zu der Geschichte 2019, Herr Brandt, ist vollkommen richtig, das ist im Ergebnis, wir müssen wohl davon ausgehen, dass die Schweinswale durch diese Sprengung des NATO-Verbandes getötet worden sind, das steht zumindest ernsthaft in Rede, bin kein Wissenschaftler, aber ich muss davon ausgehen, dass das der Fall ist. Ich will nur Folgendes dazu sagen, das ist nicht irgendein unverantwortliches Handeln sozusagen in Wildwest-Manier, auch der beteiligten Seestreitkräfte der NATO gewesen, sondern man hat Vergrämungsmaßnahmen unternommen, von denen man ausgegangen ist, dass sie wirkungsvoll
sein würden. Und man hat im Nachhinein, als es zu den Todesfällen kam, sich hier erstens Beschränkungen auferlegt. Wir unternehmen zum Beispiel derzeit keine Ansprengversuche mehr an der Karlsruhe vor der Halbinsel Schwansen. Und man hat sich hier zurückgezogen. Der Admiral hat das gerade eben geschildert. Und man ist sicherlich auch hier zu weiteren Maßnahmen bereit. Nur ich bleibe bei zweierlei. Erstens, die deutsche Marine muss entsprechende Übungstätigkeiten ausüben, weil das Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung ist. Wir sind hier, ich will keinen längeren militärwissenschaftlichen Vortrag dazu halten, sondern aber einer nicht unerheblichen Bedrohung ausgesetzt. Und gerade die Minenräumung und Minenbekämpfung ist eine zentrale Aufgabe, die die deutsche Marine wahrnimmt und die sie auch können muss. Das Zweite ist, die Minen, die dort liegen und übrigen Kampfstoffe, aber insbesondere Minen, können natürlich jederzeit auch noch detonieren und schlimmste Unfälle verursachen. Da fehlt nur ein Anker an der verkehrten Stelle und dann kann es zu ganz erheblichen Schäden kommen, was der liebe Gott verhüten möge. Und ich will das nicht sozusagen als Rechtfertigung für alles sagen, aber stellen Sie sich mal vor, dass es zu einem entsprechenden Unfall kommt und dass ein größeres Schiff mit mehreren Passagieren davon zerstört würde und sinkt oder es zu Personenschäden kommt. Dann haben wir eine ganz andere Diskussion. Wie gesagt, ich will es nicht pauschal als Rechtfertigung für alles verwenden, aber man muss auch diese Güterabwägung betreiben. Man muss das auch in Rechnung stellen. Und deswegen ist diese Form der Gefahrenabwehr, das ist nicht sozusagen die Allheilmethode, aus meiner Sicht auch gerechtfertigt. Und dritter Punkt, ich bin sehr dafür, dass wir hier technologisch vorangehen. Und Staatssekretär Dr. Reuß hat das ja angesprochen. Das, was wir hier auch an Technologie entwickeln, in Schleswig-Holstein auch an unbemannten Systemen entwickeln. In der Luft haben ja viele damit Probleme, da sind das immer schlimme Drohnen. Aber sozusagen unter Wasser finden wir es jetzt mal allgemein gut und richtig. Da bin ich sehr dafür, dass wir das machen. Jeden Minentaucher oder jede Minentaucherin, die wir da nicht runterschicken müssen, ist okay, wenn wir das nicht zu Ausbildungszwecken machen müssen. Ist jeder Verantwortliche in der Marine froh, wenn er das nicht verantworten muss, sondern wenn wir das unbemannt erledigen können. Das ist doch vollkommen klar. Niemand will die Personen gefährden, auch wenn sie eine Uniform tragen. Aber auch das wird nicht hundertprozentig ohne Explosionen und vonstatten gehen. Wir dürfen hier auch keine Illusionen wecken. Hier ist niemand dabei, der irgendwie Spaß an einer Ballerei hat. Auf dem Niveau sollten wir es bitte nicht miteinander diskutieren. Und wir sollten immer sehen, die größte Gefahr ist das, was an Munition und Kampfstoffen wirklich im Meer lagert. Und das wollen wir beseitigen. Darin haben wir doch eine große Einigkeit. Und ich finde, es gibt insofern ein ganz großes Tau, einen ganz großen Strang, an dem wir gemeinsam ziehen können. Und wo wir ein gemeinsames großes Interesse haben, hier ein großes Problem für die Menschheit, aber auch für die Tierwelt zu beseitigen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Warrefull, für die sehr ausführliche Antwort und auch recht herzlichen Dank für die kleine Preview, die Sie uns gegeben haben, welche Positionierung dort seitens Berlin der Regierungskoalition noch erfolgen wird. Ich glaube, das war vielleicht für den einen oder die andere hier eine vielleicht spannende Erkenntnis. Gerne würde ich nun den Blick richten auf die Fragestellungen, die uns im Chat erreicht haben. Allerdings vorher gerne noch in die Runde schauen und den Teilnehmern auf dem Podium noch die Möglichkeit geben, vielleicht auf das eine oder das andere noch Gesagte einzugehen, bevor wir uns dann den Fragen des Publikums zuwenden werden. Herr Band, haben Sie noch den Wunsch auf eine Rückmeldung? Sehr gerne. Ja, ich möchte schon auch mal gern sagen, ich habe es eben im Chat geschrieben, dass es ja nicht nur der große Blasenschleier nicht nur mit Plattformen geht, sondern durchaus eine ganz gängige Technik mit Spezialschiffen schon gibt. So, und das ist ja letztendlich auch unsere Forderung, dass, wenn es denn zu Sprengungen kommen muss von Munitionsaltlasten, wir wünschen uns eigentlich was anderes, wir wünschen uns die Bergung, dass man das dann kontrolliert macht und sozusagen wirklich mit maximalen Lärmminderungsmaßnahmen
um die Naturschäden zu begrenzen. Und da kann ich halt einfach auch nicht das Credo von Herrn Wadefuhl, es muss sozusagen bei Sprengungen bleiben. Ich glaube, Sie werden sich damit auseinandersetzen, genauso wie sozusagen bei Tieffluggebieten an Land mit den Lärmbelästigungen für Menschen, dass Sie angesichts der dramatischen Lage der Unterwasserwelt in Nord- und Ostsee und des Artensterbens dazu kommen müssen, dass Sie sich genau überlegen müssen, an welcher Stelle noch wie überhaupt gesprengt und geübt werden kann. Also da wird kein Weg vorbeikommen. Und leider ist es ja so, dass diese Sprengungen, die dann 2019 stattgefunden haben, erst auf Druck der Umweltverbände, BUND und NABU, aufgehört haben, mit viel Druck sozusagen, dass das nicht mehr so weitergeht. Das ist ja der Punkt, fehlt mir tatsächlich das verantwortliche Engagement auch der Bundesregierung. Es ist ja schon typisch, Herr Wadefuhl, Sie haben hier den Handlungsdruck benannt, aber während dann gleichzeitig auf der Ebene der Bundesregierung nicht gehandelt wird, sondern Sie von Grünen und FDP mit einem gemeinsamen Antrag vorgeführt werden und erst dann reagieren müssen. Und ich hoffe nur, dass Ihr Antrag, den Sie jetzt in Arbeit haben von der Bundesregierung, dann tatsächlich dazu führt, dass es nicht nur beschworen wird, das Problem, sondern auch tatsächlich zu Handlungen, zu Konzepten, Plänen und zu Geld führt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Band, nochmal für Ihr Statement. Gibt es dazu noch eine direkte Antwort von Ihnen, Herr Wadefuhl, oder? Jo, dachte, da hätte ich gar nicht zu hoffen gewagt, dass ich darauf nochmal eingehen darf. Also wir, Herr Brandt, wir sind noch nicht im Bundestagswahlkampf, aber wir können ihn gerne beginnen. Also der Unterschied zwischen den beiden Anträgen ist, unser führt dazu, dass die Bundesregierung, dass er eine Mehrheit findet. Das ist derzeit noch so. Und dass die Bundesregierung unmittelbar verpflichtet wird, das auch umzusetzen. Aber das ist jetzt wirklich eine Geschichte, die wir, glaube ich, alle auch fraktionsübergreifend sehr ernst nehmen. Und da gibt es aus meiner Sicht sachlich gesehen zwischen dem, was Grüne und FDP vortragen und was wir tragen, überhaupt gar keinen Unterschied. Und ich will Ihnen nur in aller Ernsthaftigkeit sagen, also oder das wiederholen, was ich gerade eben gesagt habe. Es gibt Bedrohungen für die Unterwasserwelt und die nehmen wir ernst und die nimmt auch die Bundeswehr ernst. Das ist vollkommen klar. Aber es gibt auch andere Bedrohungen und auf Minensprengen wird die deutsche Marine jeweils unter unserer Verantwortung nicht verzichten. Das wäre auch unverantwortlich. Weil es leider Bedrohungen gibt, die abgewehrt werden müssen und weil die NATO, die ja ein Defensivbündnis ist, auch in der Lage sein muss, sich gegen sowas zur Wehr zu setzen. Und das finden Sie vielleicht nicht schön, das finde ich auch nicht schön, aber das wird so bleiben. Und im militärischen Bereich wird man das, was wir hier an Kampfmittelbeseitigung und Minenentschärfung jetzt machen wollen, was Altlasten angeht, nicht in jedem Falle so durchführen können, wie wir das mit ganz hohen Standards, da gibt es, glaube ich, gar keinen Unterschied zwischen uns jetzt hier in unserem Küstenbereich erledigen wollen. Aber Sprengung von Seeminen gehört zum Geschäft, das sozusagen die Mineure unserer deutschen Marine können müssen und das wird auch weiterhin dazugehören. Aber diese Differenz, die müssen, tragen wir beide denn weiterhin so auch in die Zukunft und das ist ja auch gar kein Problem. Vielen herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen zumindest von Herrn Admiral zu Mühlen sehe ich im Chat oder im Video nicht. Oder Herr Admiral zu Mühlen, möchten Sie? Ja, doch. Okay, dann gerne. Schießen Sie los. Gut, ne, ich habe mich jetzt nicht in den Chat jetzt irgendwie nochmal reingemeldet mit der Frage, ob ich mich nochmal beteiligen kann. Aber ich glaube, die verteidigungspolitische und sicherheitspolitische Dimension hat der Abgeordnete sehr klargestellt. Und das ist den Anspruch, an dem wir uns orientieren. Aber ich möchte auch deutlich machen, dass wir im Rahmen dessen, wo wir ausbilden müssen, wo wir bestimmte Qualifikationen auch praktisch erproben müssen, dass wir einen Weg gehen, gemeinsam mit dem Bundesamt für Naturschutz, mit den Verbänden, um zu prüfen, wie wir das umweltverträglicher machen können. Und dieser Prozess ist sozusagen eingeleitet in mehreren Stufen. Man muss uns allerdings auch zugestehen, dass wir letztendlich diesen Ausbildungsauftrag in irgendeiner Form
jetzt wieder erfüllen müssen, damit wir letztendlich am Ende diese Fähigkeit, ich sage mal ganz einfach, nicht verlieren. Denn es ist eine Ausbildung sozusagen, die kontinuierlich wahrgenommen werden muss. Und dazu müssen wir nicht, das nicht falsch verstehen, nicht korbeartig sozusagen in der Ostsee agieren, aber wir müssen gezielt zu bestimmten Zeiten eine entsprechende Ausbildung bieten. Und das ist genau der Weg, den wir mit dem BFN und mit den Umweltverbänden im Moment versuchen zu skizzieren. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ja, mit dem Blick auf die Zeit und den Chat würde ich sehr gerne eine weitere Frage aus dem Chat noch dran nehmen, um auch Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Möglichkeit geben, Ihre offenen Fragestellungen zu beantworten. Eine Frage erreichte uns hier bei WebEx zu der Fragestellung des Themas, wie verschiedene Arten von Munition auch nach durchgeführter Gefährdungsanalyse geborgen und vor Ort umweltverträglich entsorgt werden können, fehlt in der Einschätzung des Fragestellenden bisher. Der bisherige Fokus aktueller Studien und Untersuchungen liegt überwiegend auf der Lokalisierung und Identifizierung möglicher belasteter Gebiete und KI. Sind Studien in Aussicht, welche Anforderungen eine Entsorgungsplattform auf See erfüllen sollte? Gerne mit dem Verweis auf den Chat, dadurch, dass hier Herr Frei bereits schon sagte, dass im GEOMA dazu bereits schon zwei Anträge gestellt worden sind, würde ich sonst vielleicht gleich für weitere Details auch noch an Herrn Frei verweisen wollen. Allerdings rund um Technologie und Entsorgungsplattformen würde ich sonst noch einmal kurz die Möglichkeit oder mit dem Blick auf Herrn Dr. Rolfs blicken wollen, ob er sich zu diesen Fragestellungen, inwiefern auch die Landesregierung hier ja, Maßnahmen bereitstellt, der Studienförderung ja, beizutragen. Gibt es hier noch konkrete Anknüpfungspunkte der Landesregierung, Herr Dr. Ross? Ja, also wir fördern hier grundsätzlich solche Pilotprojekte im Rahmen unserer Förderrichtlinien, wo wir Innovationen fördern können. Gerne vor allen Dingen mal solche Verbundprojekte, wo Wissenschaft und Unternehmen zusammenarbeiten. Also wenn es da interessante Projekte gibt, dann sind wir immer gerne bereit, das zu fördern. Und ich würde gerne nochmal für unseren Transmartec-Gesellschaft, die ein maritimer Inkubator sein soll, gerade für solche Fragestellungen auf dem Seefischmarkt in Kiel, auch an dieser Stelle werben. Also wir sind ja auch einige aus der Wissenschaft und der Wirtschaft hier im Forum mit dabei. Ich lade Sie gerne herzlich ein. Melden Sie sich direkt bei mir persönlich, falls Sie Ideen haben, die Sie gefördert oder ja, die Sie vielleicht voranbringen wollen, wo es noch Förderbedarf gibt, dann stehen wir gerne zur Verfügung. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Rolls. Ein wirklich tolles Angebot, das bestimmt der eine oder die andere noch wahrnehmen wird. Ja, Herr Frey, Sie hatten netterweise das kurz in den Chat geschrieben, dass bereits das GEOMA an den Fragestellungen arbeitet und auch an zwei Anträgen. Ich würde Ihnen sehr gerne einmal kurz die Gelegenheit geben, das kurz zu skizzieren, was die konkreten Forschungsfragen sind oder eben die Missing Links für solche Anforderungen für Entsorgungsplattformen. Sie sollten. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Klar und deutlich. Also ich möchte dazu jetzt ehrlich gesagt noch nicht gar so viel sagen, weil das natürlich auch, wie eben schon angesprochen, das sind Konsortien, wo wir auch mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und die sehen da natürlich einen Business Case, wo es darum gehen soll, dass die sich dann da auch entsprechend weiterentwickeln können. Aber wir haben im Prinzip jetzt zwei Dinge in den Fokus genommen. In der einen Sache soll es darum gehen, vor allen Dingen die Skalierung der Räumung anzugehen. Also wir haben natürlich Möglichkeiten zur Räumung. Wir haben Möglichkeiten, Munition aus den Gebieten zu holen oder auch, wenn Windparks gebaut werden, zu räumen. Aber es dauert schlicht zu lange, das einzelne Munitionsobjekt zu räumen. Und da müssen irgendwie Skaleneffekte erzeugt werden. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist die Frage der Vor-Ort-Entsorgung. Das ist heute auch schon mehrmals angesprochen worden im ROBEM-Projekt, das vor 2 Jahren beschlossen wurde, wurde das erstmals angegangen. Und da sind wir jetzt auch mit dem Fraunhofer ICT im Pfinztal gemeinsam und einigen Industriepartnern dabei, eine Idee zu entwickeln, wie man da weitermachen kann, dass man ja, im Prinzip die Vor-Ort-Entsorgung sicherstellen kann, damit die Munition nicht erst zur GEKA nach Munster gefahren werden muss.
Wir haben mit dem Projektträger Jülich, die in dem Fall unsere Ansprechpartner sind, da gut uns schon ausgetauscht. Wir haben auch positive Signale bekommen. Also es ist durchaus auch von deren Seite gewünscht, dass wir Anträge stellen zu den Themen. Aber ob das dann letzten Endes gefördert wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ne, wir sind da jetzt in der Skizzenphase. Es macht sehr viel Freude, sich das auszudenken und zu überlegen, was man machen könnte. Ich denke, in einem Jahr können wir dazu mehr sagen. Vielleicht mit ein bisschen Glück auch schon zur Kiel Munitions Clearance Week. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Frey, für die sehr netten Einblicke in den Stand der Forschung und vor allen Dingen eben auch in den aktuellen Wissensstand hierzu. Mit dem Blick auf den Chat gab es eine weitere Frage, die auf die Haltung der EU zu diesem Thema abzielt, beziehungsweise auch der Fragestellung eben explizit, wie sieht es mit einer finanziellen Beteiligung der Europäischen Union aus? Die Frage ist an keinen direkten Podiumsteilnehmer gerichtet. In dem Chat wurde sehr freundlicherweise von Herrn Alexander Bach darauf hingewiesen, dass es ebenfalls ein Entschließungsantrag des Parlaments, der nahezu einstimmig angenommen worden ist, in der vergangenen Woche gab, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gibt es dazu vielleicht noch Äußerungen von den Panelisten? Möchte sich jemand zu dem europäischen Antrag konkret noch melden? Gut, ich sehe zumindest kein aktives Nicken. In jedem Fall gab es den entsprechenden Antrag von Seiten des Europäischen Parlaments, der ein klares Votum auch ausgegeben hat und sich dafür ausspricht, hier noch mehr zu tun. Vielleicht zwei interessante Aspekte aus dem Themenbereich, die ich sehr bemerkenswert an dem Antrag fand, war nämlich auch die explizite Nennung der NATO in Bezug auf sich diesen Themas im Bereich der militärischen Kooperation anzunehmen. Vielleicht dadurch, dass es sich ja auch bei den Sprengübungen, die eben derzeit ausgesetzt sind, um NATO-Manöver handelt, vielleicht noch eine kurze Rückfrage an Sie, Herr Admiral zu Mühlen. Welche Rolle spielt das Thema auf NATO-Ebene möglicherweise in Manöverplanung oder in Manövern? Gibt es da Einblicke, die Sie uns gewähren könnten? Ja, ich meine, wenn Sie in einem NATO-Manöver letztendlich, wie wir das nennen, Mine Warfare betreiben, dann brauchen Sie letztendlich natürlich auch ein Objekt, das Sie letztendlich suchen. Und das können Sie natürlich durch Übungsminen darstellen. So haben wir das auch in der Ostsee schon im Rahmen von Manövern betrieben. Und ganz deutlich machen, Übungsminen enthalten keine Sprengladung, sondern es geht darum, sie zu detektieren und danach wieder aufzunehmen. Wir finden aber auch sehr stark, auch im NATO-Rahmen, die Einbindung des entsprechenden NATO-Verbandes in den sogenannten, wir nennen sie immer sehr schön, Hot Ops, das ist Historical Ordnance Search sozusagen, also eine operative Suche, wo gleichzeitig sozusagen die Übung, das Suchen von Minen, verbunden wird mit der Kartierung. Denn letztendlich werden die Daten, die dabei gewonnen werden, dann auch an die entsprechenden Behörden oder für uns Deutschland dann auch in diese Minendatenbank letztendlich mit eingegeben, um sozusagen das Lagebild zu verbessern, von dem wir ja deutlich gehört haben, oder vorher schon gehört haben, dass es, ich nenne es mal, noch sehr unübersichtlich ist. Was macht es so schwer, wenn man, ich hatte natürlich mich vorher noch mal mit dem einen oder anderen Mineur unterhalten, der das letztendlich auch schon praktisch durchgeführt wird. Das eine sind in der Ostsee etwas weniger strömende Gewässer. Das heißt, eine Mine letztendlich, die Sie heute entdeckt haben, die kann in, was weiß ich, einem Jahr im Sand begraben sein und sie ist nicht mehr detektierbar. Das heißt, in einem Jahr, wenn Sie in einem Gebiet suchen, werden Sie dort erstmal keine Mine entdecken. Ein anderer Kamerad teilte mir mit, dass Sie letztendlich vor 15, 16 Jahren in den baltischen Gewässern eine Mine fanden und den Auftrag kriegten, sie zu sprengen. Und nachdem diese eine Mine gesprengt war, waren 5 neue da. Die waren nämlich sozusagen unterm Sand letztendlich vergraben und sind dadurch freigeschaufelt worden. Es macht eigentlich nur deutlich, ich sag mal, wie komplex letztendlich das ganze Thema der Altlastmunition sozusagen ist. Für uns ist es, wie gesagt, und für die NATO eine Möglichkeit, Übung zu verbinden mit der Unterstützung, nenne ich das mal einfach, der Kartierung. Und damit haben wir einen militärischen Zweck, um ganz ehrlich zu sein. Und wir können letztendlich auch einen Beitrag leisten zu einer oder zu einer Verbesserung des Lagebilds, sage ich mal ganz einfach. Vielen herzlichen Dank für nochmal die Klarstellung.
Auf YouTube erreichte uns noch eine andere Fragestellung, die eine stärkere lokale, kommunale Einbindung fordert. Als Vergleichsthema wird hier eben genannt, siehe lokalspezifische klimatische Gründe. Wäre es also nicht auch sinnvoll, die Kreise noch mehr in diesen Themenkomplex einzubinden? Gerade vor dem Hintergrund des vorhandenen lokalpolitischen und auch rechtlichen Wissens würde ich die Frage sehr gerne an Herrn Dr. Rolfs richten. Vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das alles verstanden habe, aber es ging um die Frage, ob die Landkreise, also die Kreise, noch enger eingebunden werden sollten. Naja, also ich im Rahmen einer Gesamtstrategie denke ich, muss noch gerade die Umweltbehörden der Kreise sicherlich eingebunden werden. Ne? Also ich glaube, wir müssen halt sehen, dass wir wegkommen immer so von punktuellen Aktionen hin wirklich zu einem strategischen Vorgehen, dass man halt wirklich weiß, wo liegt was, wann geht man was an, auch nach entsprechenden Gefährdungseinschätzungen. Und klar, da muss man auch die kommunale Ebene in der Kommunikation einbinden, man muss auch die Leute vor Ort mitnehmen, im Hinblick auf das, was passiert und was das für Folgen haben kann. Nur die Verantwortung, glaube ich, es bringt jetzt auch nichts, wenn wir jetzt beim Überlegen, wer muss jetzt was machen und welche Kompetenzen und so weiter, das auch noch die kommunale Ebene mit reinzuholen. Die muss eingebunden werden, mit der muss kommuniziert werden. Aber ich glaube, die Verantwortung, die muss schon bei Bund und Ländern letztendlich liegen. Vielen Dank für die Klarstellung. Als weitere Frage erreichte uns ebenfalls auch noch eine Detailfrage, die ich an dieser Stelle auch noch mal sehr gerne aufnehmen möchte, um einfach allen Fragen die Möglichkeit und den Raum hier zu geben. Auf YouTube erreichte uns die Frage, was ist mit dem deutschen Giftgas-Nervenkampfstoff transportiert über den Hafen Flensburg und verklappt in den letzten Kriegsmonaten in dänischen Gewässern? Sind wir da auch zuständig? Also die Fragestellung nach der Zuständigkeit von Altlasten aus Deutschland stammt und eben in dänischen Gewässern sich derzeit befindet. Wer sieht sich da in der Lage, diese Frage zu beantworten? Ja, Herr Wadefuhl, bitte sehr. Ja, also ich wollte zwei Sachen auch zu der ersten und zu dieser Frage sagen. Also völkerrechtlich kann ich diese Frage jetzt gar nicht beantworten, aber wahrscheinlich gibt es da auch sozusagen eine Verantwortung Deutschlands, wenn das sozusagen durch damalige deutsche Stellen des Dritten Reiches ein Verbringen gewesen ist. Aber ich glaube, die Frage sollten wir uns gar nicht stellen, sondern das Letzte, was wir jetzt an dieser Stelle brauchen, sind Zuständigkeitsstreitigkeiten. Wir sind alle dafür verantwortlich. Ja, also ich meine, klar, das ist eine deutsche Spezialität, sowas zu machen. Aber ich würde eine Gesamtverantwortung Deutschlands und der Bundesländer für die Ostsee sehen. Da haben wir also ein originäres Interesse daran, möglichst effektiv, möglichst schnell etwas zu machen. Und das gemeinsam mit anderen. Ich erkenne auch gar nicht, kenne aus vielen Diskussionen fast, also Politiker und aus allen Ostsee-Anrainerstaaten seit vielen Jahren, weil ich schon auch in meiner Landtagszeit da viele Gespräche geführt habe, da sitzen wir, das wissen wir, dass wir da alle in einem Boot sitzen und nicht nur, wenn es darum geht, sozusagen Einträge durch Flüsse oder Kläranlagen sozusagen in die Ostsee zu verantworten, sondern erst recht natürlich bei der Thematik. Das sehen eigentlich praktisch alle gleich. Das ist mit den russischen Kollegen ein bisschen schwieriger zu diskutieren, aber alle baltischen, alle skandinavischen Kollegen, auch die polnischen Kollegen haben diese Verantwortung immer gemeinsam gesehen und da kommen wir sicherlich zu einem gemeinsamen Ergebnis. Und das ist eben auch der zweite Punkt. Wir müssen natürlich, wenn wir an die Aufgabe rangehen und jetzt auch noch nicht ganz genau wissen, wie viel zu beantworten ist, wir müssen eine Sache auch schaffen, neben eben der Besorgung von Technologie und von Geld. Wir müssen priorisieren. Denn es ist ja vollkommen klar, wir werden nie die technischen und finanziellen Möglichkeiten haben, alles sofort gleichzeitig zu räumen, sondern wir müssen gucken, wo fangen wir an. Das heißt natürlich auch, wo ist es relativ am gefährlichsten? Das ist ja auch, Florian, wird ja auch jeder vielleicht erstmal für sich unterschiedlich beantworten und sagen, erstmal bei mir alles wegräumen. Ja?
Also das ist jetzt auch leichter gesagt, dieser Satz, diese Priorisierung, als dann nachher in der Praxis auch getan. Weil jeder natürlich erstmal möchte, dass es bei sich persönlich erledigt wird. Ne? Das sehen wir jetzt ja bei der Impfpriorisierung. Ne? Also jeder möchte erstmal selber geimpft werden. Ist ja auch ganz klar, ist auch menschlich. Ist auch normal, dass da die Staaten unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und das zeigt irgendwie, wir kriegen das nur gemeinsam hin. Und deswegen brauchen wir hier eine internationale Verständigung im gesamten baltischen Raum, um sehr schnell über eben Mittel, finanzielle Mittel, über die Technologie, aber dann auch über die Vorgehensweise in einer Priorität zu reden. Und das Letzte, was mich an der Stelle interessieren würde, wer ist nun gerade wofür zuständig? Wir sind alle für diese Ostsee verantwortlich. Vielen Dank für die Antwort. Als weitere Frage, wenn es keine weiteren Wortmeldungen noch von den Panelisten gibt, erreicht uns noch die Fragestellung, ob es ein Konzept industrielle Bergung und Entsorgung von Kampfmitteln in Nord- und Ostsee gibt. Also insbesondere ein bereits schon vorliegendes Strategiekonzept. Die Frage kam von Herrn Siebert. Es gab bereits schon zwei Antworten darauf. Einmal von Herrn Frey, dass es ein aktuellen Stand der Technik im Gesamtprozess Kampfmittelbeseitigung gibt. Aber trotzdem auch hier nochmal die Fragestellung, vielleicht industrielle Bergung und Entsorgung von Kampfmitteln in Nord- und Ostsee. Einen strategischen Überblick möchte sich dazu gerne noch jemand der Panelisten äußern. Ja, sehr gerne, Herr Band. Also ich kenne noch kein so ein Konzept. Es gibt tatsächlich ja viele Ideen, aber meiner Meinung nach ist das auch der zentrale nächste Schritt. Also einerseits kein Kampf um Zuständigkeiten, da bin ich mir dann einig mit Herrn Wadefuhl, obwohl ich noch nicht im Wahlkampf bin und auch nie sein werde. Aber wir brauchen, glaube ich, das ist mir gerade so deutlich geworden bei den Hinweisen auf Pilotprojekte und Thinktanks. Wir brauchen eine Sicherheit, in welchem Zeitraum wir sozusagen im Kern dann ja irgendwie flächendeckend räumen und nicht nur da, wo wir gerade ein Bauwerk machen, wie ein Tunnel oder ein Offshore-Windpark, sondern tatsächlich diese 1,6 Millionen Tonnen auch wirklich nach und nach bergen, gerne mit Prioritäten. Aber nur so wird es ja gelingen tatsächlich. Und das könnte ja hoffentlich dann das Ergebnis sein, dass die Bundesregierung das jetzt so beschließt. So habe ich ihn Herrn Wadefuhl genommen jetzt und warte auf den Beschluss, dass das dann da ist und dass diese ganzen Konzepte und Ideen, die vorliegen, tatsächlich einfließen können in eine verpflichtende und vorhandene Finanzierung und in den Zeitplan. Und dann wird, glaube ich, aus der Sache tatsächlich ein Prozess. Und das zuletzt noch von meiner Seite, da selbstverständlich, und das finde ich absolut wichtig, da tatsächlich lokale Behörden, wenn sie dann zum Beispiel in direkter Umgebung die Gebiete zum Teil ja liegen, sollten eingebunden werden, weil da werden ja sozusagen zum Teil Fische angelandet, die in diesen Gebieten auch geborgen werden. Also für mich geht es da viel um Risikovorsorge, aber ich finde bei diesen ganzen Schritten, bei der Bewertung von Technologien, würde ich dringend dazu raten, auch Umwelt- und Naturschutzverbände einzubinden, nicht, dass wir uns erst vor Gericht wiederfinden, wenn wir sagen müssen, so können Sie das nicht machen, oder sozusagen, wenn wir schockiert sind, wenn mal wieder jemand ohne Rückkopplung mit Umweltbehörden und Verbänden gearbeitet hat. Ich hoffe, diese Zeiten sind ab sofort vorbei. Vielen herzlichen Dank für das Statement und auch noch einmal für den vielleicht auch klaren Wunsch in die Zukunft gerichtet. Mit Blick auf die Uhr sind wir nun bald beim Ende unserer Diskussion anbelangt und ich glaube auch zumindest, was mein Dokument hier angeht, gab es noch keine weiteren Fragestellungen aus dem Chat. Gerne würde ich zum Abschluss unserer Diskussionsrunde den Blick in die Zukunft schweifen lassen. Wir sind ja eben als Pre-Event für die Kim Munition Clearance League heute Abend unterwegs und damit richten sich vielleicht auch viele der Blicke der hier Anwesenden auf den September und die entsprechenden Veranstaltungen und vor allen Dingen auch Wissensgewinne, die die Konferenz zutage fördern wird. Vielleicht zum Abschluss die Möglichkeit für Sie alle noch einmal, die auf dem Podium waren, ein Schlusswort zu geben. Und dabei habe ich eine Bitte an Sie, zu sagen, was wünschen Sie sich für den Themenkomplex bis zur Kiel Munition Clearance Week beziehungsweise zur Kiel Munition Clearance Week. Wir beginnen diesmal rückwärts und ich würde mit Herrn Dr. Wadefuhl gerne starten.
Ja, danke schön. Viel Miteinander und Konzentration auf dieses Ziel. Es gibt ja viele Bekenntnisse und wir müssen jetzt schlicht und ergreifend handeln. Ich wünsche mir, dass die Nationale Maritime Konferenz in Rostock, die ja nächste Woche stattfindet und wo auch die Munitionsräumung ja ein Schwerpunkt ist, schon erste Pfeiler einschlägt und dass wir auf dem Weg zu der Woche im September jetzt uns auch eine Agenda vornehmen. Ich wünsche mir, dass diese Woche im September in Kiel sozusagen der Auftakt ist, dass wir in die operative Umsetzung gehen, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Vielen Dank für die Initiative zu diesem Gesprächsabend. Ich habe auch vieles hinzugelernt. Der Austausch hilft einem immer weiter und vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes in sozusagen rückwärtsgewandter alphabetischer Reihenfolge, Herr Dr. Thilo Rolfs. Was sind Ihre Wünsche? Und ja, Schlusswort. Ja, vielen Dank. Ich habe das jetzt nicht mehr gehört, was Sie zum Schluss gesagt haben, aber ich rede jetzt einfach mal drauf los. Also, ich bedanke mich auch ganz herzlich. War eine spannende Runde. Fand ich auch sehr unterschiedliche Perspektiven jetzt hier auch auf das Thema. Ich wünsche mir, dass wir bis September es schaffen, in Schleswig-Holstein noch das ein oder andere interessante Projekt zu identifizieren, das wir dann auch vorstellen können im September. Wir sind gerne bereit zu unterstützen, wo wir das können. Und ich freue mich natürlich, bin ganz gespannt, Joe, dann auf das, was kommt da aus Berlin an Beschlussfassungen und hoffe, dass wir wirklich ein Mehr an Planungssicherheit haben, um das Thema auch dann wirklich breit und industriell angehen zu können. Dankeschön und wir sehen uns alle im September wieder. Vielen herzlichen Dank, Herr Rolfs. Herr Admiral zu Mühlen. Ja, was wünsche ich mir? Ich danke erstmal für die Möglichkeit, dass wir ein bisschen Transparenz einbringen konnten über die Frage sozusagen, was sind die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen, denen die Marine hierzu beitragen kann, aber auch letztendlich den Weg, wo wir schon letztendlich zum COSAM-Projekt beitragen. Und ich kann nur unterstreichen, es kann nur gemeinsam gehen, indem wir letztendlich verfassungsrechtliche Vorgaben, das heißt die Aufträge, die wir auch verteidigungspolitisch zu erfüllen haben, am besten harmonisieren mit, ich sag mal, Umweltbelangen. Und das ist mit Sicherheit ein schwieriger Weg. Danke. Vielen herzlichen Dank. Und zu guter Letzt, last but not least, Herr Band, was sind Ihre Wünsche? Ganz herzlichen Dank für die spannende Veranstaltung heute und die rege Diskussion. Tatsächlich wäre mein Wunsch, den habe ich ja gerade schon ausgedrückt, dass bis dahin ein einstimmiger Beschluss des Deutschen Bundestages mit einer ganz klaren Verpflichtung für die nächste Bundesregierung kommt, sozusagen wie das jetzt in verbindliche Zeitpläne und Finanzpläne sozusagen gern über einen Zeitraum. Wir haben jetzt 10, 20 Jahre Zeit, wie das dann passieren kann in der deutschen Verantwortung, das, was wir zu tun haben. Und nicht sozusagen wieder nur auf alle andere warten, sondern da könnte Deutschland dann ja tatsächlich mit seiner historischen Verantwortung auch die anderen mitnehmen, die anderen Anrainer von Nord- und Ostsee. Das als einer großer Wunsch. Und ich wünsche mir, dass die deutsche Bundesmarine die Grenzen und die Vereinbarkeit ihrer Tätigkeit und ihres Sicherheitsauftrags mit Natur- und Umweltschutz erweitert und neu denkt. Ich habe das also an vieler Stelle an Land festgestellt, dass wir an Stellen in Flächen, in Naturschutzgebieten durchaus gute Kooperationen mit dem Heer hatten. Und ich könnte mir vorstellen, da ist bei der Marine noch was dran, so wie ich das heute gehört habe. Das kann sich noch entwickeln. In dem Sinne, schönen Abend Ihnen. Vielen herzlichen Dank, Herr Band. Zu guter Letzt möchte ich mich von Seiten der Veranstalter der Hermann-Ehlers-Akademie und auch in Zusammenarbeit mit dem Team hinter der Kielmundischen Klimungsweg recht herzlich für Ihre Diskussionsfreude und Teilnahme bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Panel-Teilnehmer, Herrn Band, Herr Admiral zu Mühlen, Herr Dr. Rolfs und Herr Wadefuhl, Herr Dr. Wadefuhl für die doch kontroverse Diskussion. Ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht, auch an der einen oder anderen Stelle, dass ein bisschen, wie wurde es so schön gesagt, Leben in die Bude kam. Diskussion und vor allen Dingen ja gerade auch politischer Austausch ist immer kontrovers und es geht um unterschiedliche Interessen. Daher begrüßen wir es hier zumindest als Einrichtung der politischen Bildung, wenn diese auch immer wieder heraustreten.
Wir haben Sie heute Abend mitgenommen auf einen kleinen diskursiven Tauchgang rund um das Thema Munition im Meer. Allerdings kam jetzt zum Ende heraus, das Ganze war halt eben nur das Einsteigerniveau. Wer jetzt immer noch Lust hat auf das auf den Themenkomplex selbst, hat einmal die Möglichkeit gehabt, im Chat umfangreiche weitere Dokumente nachlesen zu können. Die haben wir bereits rauskopiert und werden diese Ihnen noch einmal gesammelt auch im Nachgang zur Verfügung stellen, sodass Sie sich auch weiter mit dem Themenkomplex auseinandersetzen können und insofern sich in freudiger Erwartung begeben können auf die Veranstaltung und auf die Kilmonischen Klärungsweg im September. Wir als Hermann-Ehlers-Akademie begleiten den Prozess oder beziehungsweise schauen ja nicht nur auf das Thema Munition im Meer, sondern sind ja auch umtriebig in anderen Bereichen, was das Thema Innovation beziehungsweise Zukunftsfähigkeiten und die entsprechende politische Diskussion betrifft. Da möchte ich Sie recht herzlich noch einmal darauf hinweisen, dass am kommenden Donnerstag übermorgen hier bei uns in der Akademie die digitale Veranstaltung unter dem Titel Schleswig-Holstein 2030 Perspektiven für die Zukunft unseres Bundeslandes oder des schönsten Bundeslandes stattfinden wird. Hier wird Professor Dr. Utschliski, der Direktor des Schleswig-Holsteinischen Landtages, einmal im Gespräch Zukunftsperspektiven noch erweitern. Ein Grußwort wird auch unsere Vorsitzende und die Innenministerin des Landes halten. Vielleicht haben Sie Lust, sich weiter mit Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. Wir würden uns an dieser Stelle sehr freuen. An dieser Stelle möchte ich gerne schließen mit den Worten, bleiben Sie kritisch und bleiben Sie interessiert an den Debatten, die in unserem Land derzeit laufen. Und vor allen Dingen bleiben Sie gut informiert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und auf ganz bald. Vielen herzlichen Dank. Jürgen zu Mühlen. Has left the meeting. Ich werde jetzt an dieser Stelle für alle Teilnehmer die Veranstaltung schließen. Die Hinweise aus dem Chat haben wir noch aufgenommen und werden Ihnen im Nachgang zur Verfügung gestellt. Recht herzlichen Dank.